Bitte, darf uns nicht helfen, das gibt uns eine Mission. Hauptziel aktualisiert. Finden Sie den Busfahrer. Ja, wie bei dem Spiel, was du immer zockst, dieses mit, was mit I anfängt. Infliction. Ja. Genau, da ist auch immer ein Hauptziel. Das ist mega nervig. Die Mädchen waren so fremdartig. Ich konnte sie kaum verstehen. Sie klang echt so, als sei sie nicht aus der Gegend. Klang eher so, als käme sie nicht aus der Fremde, sondern aus einer anderen Zeit. Du hast recht. Okay, beim Steinkreis kann man sich schon mal nichts mehr angucken. Hier ist noch ein Auto. Wen steuerst du denn jetzt gerade? Angela. Wo bist du denn? Ich dachte, du bist Angel. Nein. Ich wollte jetzt auf den Opi hier. Ach, Opi. Ach so. auf John. John, wie alt warst du nochmal? 42, 43, 48? Ja, damit bist du für mich ein klassischer Opa. Ich glaube, er war 42 oder 40 und sie hier ist, glaube ich, 48. Hier liegt was. Ich hab bei ihr aber gar nicht aufgepasst, was ihr Beruf war. Ach, meine Nase juckt, warte kurz. Oh. Wieder eine Vision. Okay, ich stehe schon direkt neben dir, bereit dafür. Das war der Busfahrer. Was? Ja, du wirst es gleich sehen. Willst du schon mal wechseln, vielleicht grob, wo er ist? Also ich achte jetzt mal auf jeden Millimeter. Da achtest du, da siehst du gar nichts. Vielleicht ist er auch einfach in der Hütte hier. Er befindet sich auf dem Planet Erde. Können wir in die Hütte rein? Ich darf nicht, da sind Büsche im Weg. Ja, das ist ja kein Eingang. Hier vorne ist der Eingang. Oh mein Gott. Hörst du das? Ja, ich hab's gehört. Was war das? Was ist das? Einfach geraschelt, ne? Aber richtig doll. Sicher nur ein nachtaktives. Können wir hier rein? Guck mal. Ey, Kamera. Nee, da sind Büsche. Ich versuch gerade hier reinzukommen. Ich auch, aber die Kamera. Nee, da kommst du nicht rein, da sind Büsche vor. Büsche sind schwierig zu überwinden. Stört dich die Kamera nicht? Nö. Das ist nicht so schlimm wie auf dem Boden. Ach ja, wir müssen ja bald nah beieinander bleiben. Siehst du das? Ich werde nie wieder Autofahren. Da hast du dein Reh. Alter. Hier, du kannst sie hoch, du kannst... Hey. Vielleicht sieht man von da oben mehr. Da, meinst du? Ja. Okay, dann hast du was ausgelöst, ja? Gehen wir jetzt da wirklich hoch oder gehen wir erst die Straße weiter? Nein, wir gehen erst hier hoch, oder nicht? Vielleicht sehen wir hier nochmal das Reh. Ich weiß nicht, ob es zur Story gehört, deswegen frage ich nur nochmal. Auf jeden Fall ein Zettel. Ich will schon wieder neben dir. Wenn man sich eine Geisterstadt vorstellt, denkt man sofort an eine leere Straße, eine Hütte in der brütenden Hitze und überall Steppenläufer. Aha. Das Aussterben einer Stadt kann vielerlei Ursachen haben. Okay. Verborgene Tiefen. Little Hope ist eine Geisterstadt, doch die Wälder in der Umgebung sind nach wie vor ein Anziehungspunkt für Fans des Extremsports. Filmempfehlung. Ghost Towns of the Northeast. Alles klar. Also ist da nichts krass Wichtiges, oder was? Nö, nicht wirklich. Meine einfach nur so, wer schreibt sowas? Wie geht's dir? Weiß nicht. Kapier immer noch nicht, was da vorhin passiert ist. Was es auch war, du wirst es schon verkraften. Schließ damit ab. Dein Ernst? Du hast gut reden. Dich hat niemand im Nebel verloren. Ach so. Ruhig. Alles in Ordnung? Er versucht zu verstehen, was passiert ist. Also deswegen, ich finde Endo sehr unlogisch. Dito. Wenigstens warst du bei mir. Verschwinden wir. Rippelt auch gerade die Kamera darunter? Yep. Das wird nichts Gutes. Oh mein Gott. Gänsehaut. Ich mach Feierabend. Ey, warte.
Oder? Nee, alles gut, alles gut. Nee, ich dachte gerade, du wärst Andrew. Nee. Andrew. Okay, das heißt, wir hätten den kleinen Wegpfad hier nicht bis sie. Ich kenne so Spiele, die bauen eher was Wichtiges auf dieses Stück ein. Nein, das glaube ich nicht. Ich wurde schon von Spielen verarscht, deswegen bin ich vorsichtig. Ich meine, ich habe Ratchet und Clank nie fertig gespielt. Was hast du heute fertig gespielt? Ratchet und Clank habe ich noch nie geschafft, fertig zu spielen. Ach so. Was ist hier drüben? Ach nee, nur ein Zaun, okay, wollte schon sagen. Geh mal mittig, dann gehen wir beide. Da leuchtet was, da leuchtet was, da leuchtet was. Sag doch, gehen wir einfach beide mittig. Ey, rempel mich nicht an hier. The Witch of... Geschichtsvereinstreffen. Das erklärt wohl das mit den altmodischen Klamotten. Meinst du wirklich? Kannst du die Taschenlampe ein bisschen vom Brett runternehmen? Ich weiß ja nicht. Danke. Ich hatte die eigentlich nicht mal da drauf, aber ist okay. Ich konnte so gar nichts sehen. Ja. Ich guck mir das auch nochmal schnell an. Einfach nur, damit meine Leute das auch gesehen haben. Aha, interessant. Samstag, 17. April, 19 Uhr. Ich habe nicht drauf geachtet. Ach, nee. Könnte das erklären, was wir gesehen haben? Ja, geh doch einfach da drauf. Das kann schon sein, doch es wenn wir wissen, so welches Datum es gerade in der ich weiß modernen nicht, was Zeit gerade wäre von den Figuren. Gruselige Erscheinungen oder Filmsequenz? Ein Trupp irrer Historiker. Okay, bin durch. Hä? Ich hatte gerade noch eine Szene mit Andrew. Bei mir war gerade etwas Komisches. Ich hätte so einen kompletten Zoom auf das Gesicht von meinem Charakter. Und hab dann verkackt, was ich drücken soll. Oh. Die sah mir linker Stick nach links und ich bewege erstmal den rechten Stick nach links. Alter, ist das so dunkel oder kommt mir das nur so vor? Es ist scheiße dunkel. Geh mal in der Mitte. Dann sehen wir nicht beide sein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Kann man da tolle anrufen? Idee von dir, tolle Idee. Ich gehe auf die andere Seite. Ich spaziere hier lang. Ist das Megan? Ja. Oder Mary, oder? Ja. Also die eine nennt sich Mary, die andere hieß Megan. Sie sind Zwillinge? Also, Megan haben wir auf jeden Fall gesehen. Das war ja dieses rote Kleid, was sie anhatte beim Feuerhaus da. Ja, aber die sich jetzt uns vorhin vorgestellt hat, hieß ja Mary. Ja. Das heißt, es könnten Zwillinge sein. Verschiedene Zeitzonen oder so. Die eine hat ja gesprochen wie im Mittelalter. Vielleicht die Erziehung noch? Nee, macht keinen Sinn. Stapf, stapf, stapf. Ich wollte gerade hier rechts abbiegen. Hey, da vorne ist was. Das darfst du jetzt wohl entscheiden. Ach so, wow, da vorne ist was. High School, Middle School. Wo lang? Beeilen wir uns. Tolle Entscheidung. Ja. Wie recht du hast. Wo lang? Ja. Da schaut nicht mal. Lang. Hey. Halt! Sie Stopp! Hat eine Verbindung zu Satan. Vergiss das nicht. Ach so, oder ist sie das? Wisst ihr was? Das erinnert mich an alle Horrorfilme, die ich kenne. Oh mein Gott. Ah ja. Was machen wir jetzt? Ich regle das. Ihr bleibt hier. Ich werde den Charakter hoffentlich nicht umbringen. Ich gebe mein Bestes. Warte, ich komme mit dir. Sicher, sicher. Zwei gegen einen. Ja, oder wir für den Gespräch-Charakter auf einen Schuss. Ach, schaffen wir schon. Hey, ihr zwei! Das ist nicht gut. Wenn die jetzt noch singt, gehe ich weg. Hey!
Ist da wer? Hello from the other side. Hallo? Okay, immer war gruseliger als das vorgestellt. Oh mein Gott! Hey! Was zum... John! Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Wer sind sie? Was machen sie hier? Es sind düstere Zeiten. Halt! Warten Sie! Fort von mir! Oha! Fällt dir was auf? Was zur Hölle bist du? Was willst du? Hä? Das ist unmöglich. Eine verderbte Zunge. Euer fauler Zauber wirkt bei mir nicht. Ist er denn jung? Ich flehe euch an, Herr. Vertreibt diese Erscheinungen. Sei lieb zu mir. Wo zur Hölle sind wir? Was ist hier los? Ich habe genug von euch. Ungläubiger! Hä? Kannst du mir nicht erklären, dass das verrückte Historiker sind, ey. Hä? Gehen wir in die Stadt. Es ist nicht mehr weit. Und da finden wir vielleicht Hilfe. Alles okay? Hab mich selbst gesehen. Supi. Überhaupt nichts ist okay. Ich hab Angst, bin verwirrt und hab mich gerade selbst im Nebel gesehen. Was ist da drin passiert? Die Frau im Nebel kam wie aus dem Nichts und sah wie jemand aus Salem aus. Sie brabbelte etwas in einem Dialekt, den ich noch nie gehört habe. Und die Krönung? Sie sah genauso aus wie ich. Naja, ein bisschen. Ich genauso, sie war besser. Du musst dich gleich so überreagieren, Angela. Das war's. Hallo? Für mich? Scheint so, als ließe uns der Nebel nirgendwo hin. Außer mitten ins Stadtzentrum. Der Nebel entscheidet, wohin wir gehen dürfen? Scheiß drauf. Ja, ich war klar, dass lang. Das von ihr kommt, ey. Ich kann das nicht ab, wenn sie immer gegen alles ist. Schaut ihr denn keine Horrorfilme? Nie Trennung. Horrorfilme sind dumm. Du ich bist gehe dumm. Hier lang, ohne euch. Vielleicht ja, ist das keine gute Idee, Taylor. Ich gehe da auf keinen Fall hin. Ich gehe mit John. Ich gehe auch mit John. Andrew hat recht. Die Stadt ist nah. Wir bleiben zusammen. Wir erreichen mehr, wenn wir uns trennen. Ich gehe mit Taylor. Es ist nicht sicher, wenn du hier alleine bleibst. Zwei Teams finden leichter einen Ausweg. Mhm. Und das wollen wir doch alle, oder? Du hast wohl recht. Wenn es der Nebel zulässt. Bitte kriegst du die Last, Story. Und ihr Hilfe findet, du die. Schickt sie in die Stadt. Zu uns. Oh, knutschi knutschi im Nebelwald. Ich glaube, wir finden schneller Hilfe als die anderen. Hauptsache, irgendwer findet noch Hilfe. Ich bin Angela. Nee, ich bin Andrew. Ich werde mich erschießen. Ich bin Andrew. Ich werde mich sowas von erschießen. Ah, du bist keiner von den beiden hier. Ich werde mich erschießen. Ich habe ein Horrorspiel gekauft. Inklusive Love Story. Moment. Das Geräusch. Alter, chill doch mal. Alter. Was geht denn mit dir? Ich hab das gar nicht gemacht. Hä? Danke. Toll, bei mir tauchen Gefahren auf. Freu ich mich. Nein! Oh, Alter. Nein! Bei mir ist gerade der Mann aus der Bar vorbeigeradelt. Ist alles okay? Alles gut. Das war nur der Alte aus der Bar mit seinem Rad. Dummer alter Säufer. Irgendwo hier ist sicher ein leichterer Weg, der zurück zur Straße führt. Idiot, warum springst du einfach runter, ey? Was ist los mit dir? Hast du dafür eine Erklärung? Nein, nicht wirklich. Gott sei Dank. Ich weiß... Das ist in Little Hope fast derselben Zeit wie in Salem Hexenprozess. Ich wollte einen Weg gehen. Was war los? Das kannst du selbst. Bin dann aber rechts gegangen, weil da noch X stand. Ich habe zu spät gesagt, dass es die Wetterfälle sind. Zum Glück war das einfach eine Sache, die ich nicht machen konnte. Okay. Folge dem. Was zur Hölle war das? Ich bin kleines Mädchen. Ich habe hier komische Geräusche. Welchen?
Deine Mädchen soll ich folgen. Was hast du? Alles gut? Hä? War ja, das John? Danke. Ich hoffe, das war John. Es geht schon, aber... Okay, Spielplatz. Irgendwas hier ist... Du? Ich glaube, ich bin bei den Mädchen. Ist nicht leicht zu verdauen. Wir gehen alle anders damit um. Und falls ja, gefällt mir das John nicht. John hier will unbedingt anführen, das Alpha-Tier spielen. Während Daniel und Taylor anderen etwas tierischeren Trieben nachgehen. Wie kommst du damit klar? Dwayne. Ich bin eine Kämpferin. Ich hör grad zu, machen eine schlimme Ehe. Und eine noch schlimmere Scheidung aus einem. Sie also Angela ist geschieden. Dass man sich nur auf eine Person verlassen kann. Oha. Sich selbst. Gib uns bitte noch nicht auf. Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir es lebend hier raus. Minimal Angst. Ich weiß nicht so recht. Du klingst schon wie Daniel. Wir sollten zu John gehen. Oh, da ist was. Ich habe hier wieder so einen Hexenkram. Das knackt hier alles, Leute. Aber ich kann damit nichts machen? Nee, anscheinend nicht. Oh, oh. Kann ich das nicht nehmen? Oh, oh. Oh, 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 oh. Da war aber gerade was ziemlich nah. Schnell weg, bitte, danke. Alles okay? Bisschen, es fühlt sich an, als könnte ich es Angela einfach nicht recht machen. Ich habe das Gefühl, für alle hier verantwortlich zu sein. Ich bin für euch alle da. Was würdest du an meiner Stelle denn machen? Oh, Alter. Ich schätze, ich würde Optimismus zeigen. Würde mein Bestes geben. Mehr geht nicht. Ich weiß nicht, ob mein Bestes bei dem Ganzen, was hier heute Abend los ist, noch reicht. Was wir vorhin gesehen haben. Glaubst du wirklich, das war übernatürlich? Boah! Wir wissen echt nicht, was wir gesehen haben. Alter. Finde ich auch. Ich verlinke euch das. Nur weil wir dafür keine Erklärung haben, wäre es extrem unklug, dass wir gleich übertreiben. Ähnliches geschah während der Hexenprozesse in Little Hope. Fehlentscheidungen aufgrund mangelnder Beweise. Klar. Ich verstehe. Wir müssen ohnehin keine Beweise für Geister oder was auch immer finden oder sie widerlegen. Was zählt ist, dass wir hier wegkommen. Hier oben ist was. Komm rüber und schau dir das an. Eine Hütte? Oh. Oh, hätte ich angreifen sollen? Was zum Teufel? Hä, warum haut er denn immer gleich ab, ey? Okay, Konzentration. Yeah.